Der Bürgerkrieg in Irak und Syrien zwingt viele zur Flucht. Besonders viele Flüchtlinge kommen in den Nordirak. Sie sind angewiesen auf Hilfe durch die Vereinten Nationen, aber auch durch zahlreiche kleine Hilfsorganisationen, wie etwa CAPNI, Christian Aid Program Northern Iraq. Erzdiakon Emanuel Yukana hat CAPNI vor gut 20 Jahren aufgebaut. Damals war die heutige Situation nicht absehbar und dass ein sogenannter islamischer Staat ausgerufen würde, hätte sich damals niemand vorstellen können. Heute ist die Nothilfe von CAPNI so wichtig wie nie zuvor. Hier ist ein Lastwagen mit Lebensmitteln und medizinischen Hilfsgütern an die syrische Grenze gekommen. Das Material wird dort in einen syrischen Lastwagen umgeladen und erreicht so die Hilfsbedürftigen. CAPNI kümmert sich etwa auch um Nahrung oder um Decken und Teppiche, denn im Winter wird es im Nordirak empfindlich kalt. Heizelemente sind enorm wichtig und die Verteilung des Kerosins erfordert einiges an Logistik. Ein wenig stolz, und das ganz zu Recht, ist Yukana auf die mobile Klinik. Ohne sie stünden Tausende ohne jegliche medizinische Betreuung da. Besonders bunt geht es in den 7 Kinderzentren zu, die Licht und Farbe in den ziemlich tristen Kinderalltag bringen. Doch auch religiös steht CAPNI den Flüchtlingen bei, etwa in Form von Bibelcamps. Die Hilfe ist also vielfältig. In ökumenischer Offenheit und Solidarität unterstützt die reformierte Landeskirche des Kantons Zürich, CAPNI, seit vielen Jahren. Wie kann man die Hoffnung bewahren in einer so hoffnungslosen Situation? Immer gibt's Hoffnung, weil wir sind Menschen von Hoffnung, wir glauben in Hoffnung und wir verteilen Hoffnung mit anderen. Wir leben mit Hoffnung. Ich sage so, dass das Licht ist immer sinnvoll und immer schön. Aber die schönste Licht und mehr sinnvolle Licht ist, wenn es scheint in Dunkelheit. Und jetzt gibt's ein materialische Hoffnung. Weil Hoffnung ist nicht nur Worte. So, Beispiel, wenn wir haben ein childfriendly space für 40 oder 50 Kinder, kommen sie, das ist eine Hoffnung für die Kinder. Wenn wir können eine Schule bauen oder fangen in ein Dorf für die jungen Leute, das ist auch eine Hoffnung für diese. Wenn wir können ein bisschen Arbeit finden für die Jungen, das ist auch eine Hoffnung. Und das ist ein handgemacht bei zwei jesidischen Kindern, Steven Shamo und Amira Mughal, sie sind geflüchtet von Sinjar nach Sheikhan und sind jetzt in unserer CAPNI. Child-friendly space. Ja. Kommen zusammen mit anderen Kindern. Und leben die in einem Camp, in einem Flüchtlingscamp? Ja. Und haben selbst das gemacht, das ist ein Haus oder ein Zelt und das ist Bäume, ein Baum hier und ein anderer Baum hier. Das ist alle diese, was mit Hand gemacht oder gemalt. Ja. Beispiel hier bei Alan Hussein Resho. Eine Friedenstaube. Ja, Friedenstaube und eine Blume. Und auch hier Beispiel, ja, es sind alle mit Hoffnung und Frieden. Hoffnung mitten in der Hoffnungslosigkeit, Sehnsucht nach Frieden in der Heimat. Dies wirkt auch über die Begegnungsstätten für Kinder hinaus. Wenn Kinder haben eine Chance, eine Zukunft haben, das ist sehr gut für die ganze Familie und natürlich ganz Community.